guten Tag, guten Morgen, hallo. Ich unterbreche einmal Ihre regen Gespräche, um Sie zu wecken. Das ist nämlich heute mein Job. Ich bin heute hier, um Sie wach zu machen. Sind Sie schon wach? Ja, also wenn ich hier durch bin, dann kommt ein einstimmiges Ja, natürlich sind wir wach. Sehr gut. Wir fangen an. Also es ist ein literarischer Wecker. Mein Name ist Ella Anschein. Ich bin Poetry Slammerin, Schauspielerin, Dramaturgin. Und ich schreibe pfiffige 5-Minuten-Texte, um genau unter anderem um Sie zu wecken. Der erste Text ist ein Text, der passt gut zum Tagungsthema, denn es geht um ein Mittel, um etwas, das unser Klima schützt, das uns trotzdem mobil macht. Es geht aber gleichzeitig um Leidenschaft, um große Gefühle. Sie werden es erraten haben, es geht ums Busfahren. Geht so. Manchmal stehe ich im Bus hinter jemandem und sehe voll Verdruss, dass der Bus schon wieder hält, die Tür aufgeht. Menschen stolpern raus und rein, draußen schwül, hier drinnen heiß. Tut sich nichts, denke ich. Doch dann kommt ein Wind, der sich fast kichernd durch die Tür bewegt und etwas zu mir rüberweht. Den Geruch vom Vordermann. Lieber Bus, halt nochmal an. War da was? Ja, da war was. Ein Geruch, der wirklich Spaß macht. Ein Quäntchen Glück, das meiner Nase olfaktorisch wunderbare, glückliche Sekunden schenkt. Ich schaue auf den Vordermann. In meine Augenhöhe ragt ein grau betuchter Ellenbogen. Anzugstoff lässt sich vermuten. Ich schaue links und rechts. Es ist niemand, der mich gerade sieht. Ein Schritt nur noch, dann stehe ich Angesicht in Angesicht dem Ellenbogen gegenüber. Inhaliere tief und wahrlich. Ein Geruch wie junger Flieder legt sich wie ein Geist um mich. Es ist das altbekannte Drama. Die Konventionen scheinen abermals nicht dem Gefühl entsprechend. Will sie von mir schleudern, brechen, will wie doch in allen Tagen nicht an Formen jäh verzagen, will mich doch an den Besitzer dieser Nasenwonne richten und im schaudernd Glücke flüstern. Bitte, kommen Sie doch mit. Eitel Lust erquicke mich und Sie, ich koche Ihnen was. Sage die Termine ab, ich habe auch noch kühles Bier, sie setzen sich dann hin zu mir. Ich rieche nur eine Zeit an ihnen. Wer weiß, wenn wir uns gut verstehen, reden wir oder noch mehr, wenn es hochkommt, haben wir Verkehr. Doch wirklich, darum geht es nicht. Es geht um den Geruch an sich. Ich wäre dankbar wie noch nie. Eine Stunde nur. Was sagen Sie? Die Worte liegen auf der Zunge, wollen raus aus ihrem Dunkeln, hin ins Ohr vom Vordermann. Doch ich hindere sie daran. Stattdessen lasse ich meinen Blick nach oben wandern, ins Gesicht des einen, der die Sehnsucht, ach, so wild in meiner Brust entfacht, und stocke. Ein gepflegter Herr, so Anfang 70 ungefähr. Doch kein Adonis, nicht einmal so unglaublich viel Charisma. Nicht so wichtig, denke ich. Ich bin da ja nicht zimperlich. Ich bin da wirklich tolerant. Der riecht gut und das reicht mir ganz. Ich stocke abermals. Es blinkt die Busanzeige und bestimmt, der nächste Halt wird meiner sein. Der rote Knopf. Ich drücke hinein und sehe alle Hoffnung schwinden, spüre schon die schweren Bremsen des Busses ihre Arbeit tun. Die Tür geht auf. Aber Nanu, nicht nur ich nehme meine Sachen. Auch er packt seine Aktentasche und steigt aus. Ich hinterher, wir laufen nebeneinander. Er hat wohl den gleichen Weg, ist gar ein Nachbar, vielleicht wunderbar. Die Hoffnung flammt in mir erneut. Ich denke, das wird doch Schicksal sein. Dann muss er geradeaus, ich rechts. Tschüss, sag ich. Er schaut verdutzt. Tschüss, sagt er und geht dann weiter. So verloren wir uns. Leider. Und die Moral von der Geschichte? An fremden Menschen riecht man nicht. Auch eine Sehnsucht, die sich durch FFP2-Masken natürlich gelegt hat die letzten Jahre. Man wird ja so
leidenschaftslos in dieser Pandemie. Aber ich versuche mich dagegen zu stemmen. Ich versuche aufzurütteln, auch teilweise. Und der folgende Text ist ein Text über Eigenverantwortung, auch was die Klimakrise betrifft. Geht so. Du stehst im Lidl in der Schlange und legst Packungen aufs Band, denn der Zweck heiligt die Mittel. Und du hast für dich erkannt, Lebensmittel haben Zweck. Denn es schmeckt und es schmeckt gut. Es schmeckt aus der Pfanne, es schmeckt frisch aus der Glut. Es schmeckt selbst, wenn es dir schlecht geht, schmeckt selbst, wenn alles Kopf steht. Du gehst auf wie Hefeteig, aber Körbchengröße B ist in deinem Alter auch als Mann schon okay. Und die Pole schmelzen schneller, als ein Mensch gucken kann. Aber du willst das Steak für 1,99. Und von Schulze Föckings Schwein krepiert eins mal dann und wann. Aber du willst das Hackfleisch für 1,99. Und eine dreiviertel Milliarden Tiere schlachtet man im Jahr. Nur in Deutschland. Du stehst da und du freust dich, denn das Schnitzel im Regal gibt es für 1,99. Es reicht dir nicht zu essen, du spielst Gott im Supermarkt und bist sauer, denn die Ökofaschos klauen dir den Spaß, den du auch mal haben darfst, denn du arbeitest dafür. Tierlieb bist du auch, dein Hund steht hechelnd hinter dir. Nein, ich sag nicht, dass du böse bist, ich sag, du denkst nicht nach. Aber schuldig ist halt trotzdem der, der sich schuldig macht. Und auch wenn dir egal ist, was da um dich rum geschieht, denk nur einmal kurz nach, wo das landet, was da stirbt. Wenn wir sind, was wir essen, ist das Tier, was es frisst. Dann bist du, was das Tier frisst. Willst du wissen, was das ist? Glaube ich nicht. Doch der Zweck heiligt die Mittel. Lebensmittel sind zum Zweck, dass es schmeckt. Und der Leere in dir schmeckt. Und ich sehe dich an und denke, hast du irgendwas gecheckt? Dein Körper ist doch keine Müllkippe. Und dein Planet ist doch keine Müllkippe. Und diese Tiere, die gehören doch nicht auf Müllkippen. Die gehören auch nicht in Ställe, wo sie niemals Licht erblicken. Und deine Kinder werden leiden, weil es an Ressourcen fehlt. Aber du willst das Steak für 1,99. Und der Kleinbauer geht ein, weil er nicht am Markt besteht. Aber du willst das Hackfleisch für 1,99. Und dein Arzt geht an die Grenzen. Denn du willst das Schnitzel für 1,99. Und die Folgen sind längst schon nicht mehr zu bremsen. Und wenn du einmal stirbst, dann hast du es geschafft. Dann hast du über 1000 Tiere ganz alleine platt gemacht. 80 Kilo Fleisch im Jahr. Kostet ja nicht viel, nicht wahr? So ein kleines bisschen Demut vor sich selbst und vor der Welt sollte etwas sein, was unter selbstverständlich fällt. Mach die Welt nicht zu Müll, den du dann über dich kippst. Ich bin auch lange nicht am Ende, was die Menschwerdung betrifft. Man macht niemals alles richtig. Aber manche fangen an. Sei nicht einer von denen, denen man am Ende sagen kann, du hast nichts dazu getan. Vielen Dank. Wer von euch, wer von Ihnen hat denn ein nahes Verhältnis zu dieser Stadt, zu Bonn? Ja, das sind ein paar. Ich auch. Ich bin gerade zwar nach Celle gezogen, weil ich da angefangen habe, am Schlosstheater als Dramaturgin zu arbeiten, aber ich bin hier geboren und aufgewachsen, kenne mich hier ein bisschen aus. Und Sie haben ja auch auf dem Plan stehen, Kommunen nachhaltig gestalten, solidarische Dörfer. Ein bisschen daran lehnt sich auch der nächste Text an, heißt der kleine Fisch. Wir sollten ihr etwas schenken, sagte ich, als klar war, wann. Etwas, das bleibt und das Lächeln zurückdenken lässt. Du hast mich traurig angesehen, dann genickt und dich auf die Suche gemacht. Einige Tage, bevor es soweit war, im Mai 2018, sagtest du, du hättest das Richtige gefunden. Und wir verabredeten uns für ein letztes Date bei Frau Reinhardts. Am letzten Tag, den das Petit Poisson geöffnet hatte. Als der Freitag gekommen war und ich von einer beliebigen Literaturveranstaltung zurückgereist aus dem Zug stieg und meinen Kopf wie gewohnt an deine vertraute Schulter legte, sagtest du leise, es sei geschlossene Gesellschaft an dem Ort, den du die letzten 20 Jahre so geliebt hattest. An dessen Fenster du dir als mittelloser Zivildienstleistender die Nase platt gedrückt hattest. Ich versuchte dich zu trösten, ist schon gut, sagtest du. Und dass du dich freuen würdest, dass ihr wohl jemand anderes einen großen Abschied bereitet hatte. Am nächsten Vormittag, es war ein sonniger 26. Mai, fuhren wir noch einmal in die Wilhelmstraße, unser Mitbringsel im Gepäck. Nachdem wir angeklopft und kurz den Atem angehalten hatten, wurde würdevoll die Klinke gedrückt und ein freundliches, wie auch erschöpftes Gesicht erschien hinter der nun geöffneten Tür, erkannte uns und erhellte sich noch ein wenig mehr. Frau Reinhardts, eine zarte Frau, Mitte 60, mit markanter Kurzhaarfrisur,
rief aus, ach, Sie sind es, kommen Sie doch herein, und bot uns einen Platz an, genau den, an dem wir saßen, als du mich zum ersten Mal hierhin mitnahmst. Und wir wussten, dies würde der letzte Besuch an dem Ort sein, an dem man in Bonn der Seele von Paris so nah war. Sie alle haben hier gegessen, die großen Herren der Republik. Genscher war hier, Loriot und Biolek. Für 40 Jahre war das Petit Poisson die erste Adresse für Unternehmer, Politiker, Feingeister und Feinschmecker in Bonn. Stets waren raffinierte Fischgerichte die Spezialität des Hauses. Nie wich Ludwig Reinhardts, der Koch und ehemalige Ehemann der Wirtin, von seiner traditionellen Zubereitungsart der Speisen ab. Frau Reinhardts hielt nichts von Standesdünkel. Sie schmiss raus, wer zu laut war, ermahnte den, der unangenehm wurde. Ungeachtet des Geldbeutels verteilte sie Hausverbote. Die Küche verlor ihren Stern, nachdem sie den Michelin-Tester erkannte und als Gast in harscher Manier abwies. Dich, den jungen Zivi, der sich einen Besuch in ihrem Restaurant ganz offensichtlich nicht leisten konnte, behandelte sie mit ausgesuchter Freundlichkeit und servierte alles, was du bestelltest, ohne mit der Wimper zu zucken. Du musstest am nächsten Tag Kartoffeln klauen, kamst erst später zu Geld und warst fortan Stammgast, 20 Jahre lang, bis zuletzt. Im letzten halben Jahr hatte Frau Reinhardts angefangen, dir das, was wir nicht essen konnten und einpacken ließen, auf Geschirr des Hauses mitzugeben. Eine letzte Erinnerung. Nun stellte sie uns zwei Gläser ihres Aperitifs vor die Nase und setzte sich zu uns. Sie sah älter aus als sonst, älter als im Kerzenschein der Abende, doch nicht minder gütig und lebensbejahend. Ich litt als Kind unter Inkonsequenz, sagte sie, nostalgisch lächelnd und begann freimütig, uns zu erzählen. Die Geschichten spiegelten sich an den mit Hingabe gestalteten Wänden. Sie erzählte von Ausbildung und Liebe, der großen Traurigkeit und seltsamen Gästen, die Freunde wurden. Sie erzählte von einem Leben, das nicht trotz, sondern durch eine Beständigkeit und ein unaufgeregtes Erledigen der Dinge einen ganz einzigartigen Klang erhält und das vor allen Dingen ein gutes Resümee zulässt. Nach etwa einer Stunde an Frau Reinhardts Tisch, von einigen Telefonanrufen durchbrochen, die sie immer schnell mit den Worten »Ich bin gerade in einer Konferenz« abwimmelte, um sich unserem Besuch zu widmen, mussten wir los. Du gabst ihr das Geschenk? Sie schmunzelte und sagte nicht Danke. Sie sagte »Das passt aber gut«. Wir fragten sie noch, ob die geschlossene Gesellschaft am Vorabend eine kleine Abschiedsparty gewesen wäre. Sie lachte nur und verneinte. Es war ein 70. Geburtstag. Man hatte bis 5 Uhr morgens den Gastgeber zelebriert. Wir schluckten. »Ob ich eine der von ihr handgeschriebenen Speisekarten mitnehmen dürfe?«, fragte ich. »Kleine Dinge erledigt man sofort«, sagte sie milde lächelnd und gab mir eine. Dann mussten wir uns hektisch verabschieden. Du brachtest mich zum Bahnhof. Ich nahm den Zug hin zu einer beliebigen Literaturveranstaltung. Die gesamte Einrichtung des Petit Poisson wurde in den folgenden Wochen versteigert, in Zahlen gepresst, in Hände gegeben, die Erinnerungen aufbewahrten oder damit handelten. Frau Reinhardts ging still. Ein rührender Artikel in der Kölnischen Rundschau, den ich nur zur Hälfte lese, und einer im Generalanzeiger, der das Ganze Innenstadt im Wandel nennt. Ein Schild an der Tür. Frau Reinhardt hielt nichts von Standesdünkel. Nichts von dem der anderen und nichts von eigenem. Ihr Restaurant gab Zeugnis über ein Bonn, das vergangen ist und seinen Kindern kein Erbe ließ. Gab Zeugnis über einen anderen Ton, einen galanteren Stil und eine schmerzvolle Sehnsucht nach Ruhe, der ein Sturm vorausging. Man könnte sagen, dass die neue Zeit eine fortschrittlich funktionelle Konformität der Metropolen mit sich bringt. Man könnte auch sagen, so charakterlos, wie sich schon heute Ruhrgebietsinnenstadt an Ruhrgebietsinnenstadt reiht und nicht zu unterscheiden ist, so seelenlos wird Bonn einmal zwischen Nord- und Südbrücke liegen. Dabei ist Herrn und Frau Reinhardts der Ruhestand nicht zu missgönnen, so wie er Max Wahlbröhl in Endenich nicht zu missgönnen sein wird. Wie Peter Heusgen vom Haus der Blumen keinen Nachfolger fand, so wird viel Tradition in Bonn kaputt gehen, schlicht, weil niemand sie weiterführt. Neulich fand ich, ungeöffnet, ein Glas Marmelade in meinem Schrank, eingekocht von Ludwig Reinhardts. Ananas, Ingwer, Safrankonfitüre stand in Hanni Reinhardts filigraner Schrift auf dem Etikett. Ein Geschenk an die Gäste zur Weihnachtszeit 2017. Ich rief noch einmal den Artikel in der Kölnischen Rundschau auf und las diesmal bis zum Ende. Beim letzten Absatz stockte ich. Und Hanni Reinhardts? Die hat wie immer auf alles ein wachsames Auge und hat dann trotzdem noch Zeit, aus einer Ecke ein Bild hervorzuholen. Der Pantomime Marcel Marceau hat es gemalt,
Es zeigt ihn in seiner berühmtesten Rolle als Monsieur Bib und ein Gast hat es ihr zum Abschied geschenkt. Da schließt sich der Kreis, sagt sie. Als 13-Jährige machte sie eine Lehre im Hotel auf der Godesburg und Marceau war dort ihr Frühstücksgast. Jetzt wird sie die Kohlezeichnung mit nach Hause nehmen. Wir sollten ihr etwas schenken, was bleibt, hatte ich gesagt, und du hattest das Richtige gefunden. Du hast gefunden, was sie mit nach Hause nahm. Wir SchriftstellerInnen sind nicht die, die entscheiden können. Nicht über das Schicksal des Metropols, nicht über die Gewerbetreibenden im neuen Maximilian-Center. Wir können lediglich als leise Chronisten bewahren, was war. Wer will, erinnert sich. Wer will, kauft in inhabergeführten Läden und schmeißt Konsumtempelbesuche aus seinem Alltag, wie Frau Reinhardts unangenehme Gäste aus ihrem Etablissement. Wer will, geht nicht zur Telekom, nicht zum Deutschen Herold, nicht den Weg der größten Sicherheit, des besten Rentenbescheides. Wer will, der kümmert sich um diese Stadt und macht sie reicher. Rainer Pause ist so jemand. Bärbel Richter lebte so. Alfred Böttger steht dafür in seinem Buchladen und kauft von den Grossisten die als Ladenhüter eingeschätzte Belletristik. Sie alle machten und machen Bonn zu einem Ort, der lebt, trotz allem noch lebt. Wir Chronisten stehen daneben und sehen, wie das Leben verrinnt und hoffen, dass bei Zeiten einer die Sanduhr umdreht. Vielen Dank.